Katzen kuscheln gerne mit ihren Lieblingsmenschen und die Lieblingsmenschen kuscheln gerne mit ihren Samtpfoten. Katzen wären aber nicht Katzen, wenn diese Streicheleinheiten dann stattfinden, wenn uns danach ist. Das ist nicht so anders als bei uns Menschen. Schließlich haben auch wir nicht immer Lust, betatscht, umarmt und gekuschelt zu werden. Während wir das unserem Gegenüber durch Worte mitteilen können, können unsere Miezen das nicht, wodurch es zu Missverständnissen kommen kann. Welche die 10 dümmsten Fehler beim Katzenstreicheln sind, erfährst du im folgenden Video. Nummer 1. Die Körpersprache der Katze missachten. Auch wenn sich unsere Miezen durchaus einiger Laute bedienen, um untereinander und mit uns Menschen zu kommunizieren, ist ihre Körpersprache nach wie vor das eindeutigste Zeichen dafür, wie es unseren schnurrenden Samtpfoten geht. Ganz weit oben in der Liste der Körpersignale, die dabei Unmut, Angst und auch beginnende Aggression deutlich machen, ist das Wedeln mit dem Schwanz. Zusammen mit angelegten Ohren, einer geduckten und bereits buckeligen Körperhaltung und einem leisen Knurren heißt das nichts anderes, als dass du deine Katze in Ruhe lassen sollst. Das passiert auch beim Streicheln, und zwar dann, wenn sie darauf keine Lust hat und sich sogar von dir bedrängt fühlt. Nummer 2. Die Katze verfolgen, um sie zu streicheln. Wer verfolgt wird, sucht das Weite, ganz klar. Und das würdest du auch nicht anders machen, denn rennt jemand hinter dir hinterher, bedeutet das zunächst eine potenzielle Bedrohung und Gefahr. Katzen sind Fluchttiere und das Reißausnehmen in brenzligen Situationen gehört zu ihrem natürlichen Überlebensinstinkt. Möchtest du deine Katze streicheln, ist diese Art der Annäherung der definitiv falsche Schritt und er wird genau das Gegenteil von dem bewirken, was du möchtest, nämlich dass deine Katze dir bei Wiederholungen dieses Verhaltens aus dem Weg geht. Nummer 3. Sich von oben über die Katze beugen. Hierbei gilt das gleiche Prinzip wie beim Verfolgen. Wir Menschen sind wesentlich größer als unsere Stubentiger. Beugen wir uns von oben über sie, werden wir möglicherweise als Bedrohung angesehen. Die Katze geht in eine Mischung aus Verteidigungs- und Angriffsmodus. Letzteres vor allem dann, wenn wir unsere Körperhaltung auch nach mehreren Mitteilungen bzw. Körpersignalen noch nicht geändert haben. Wer auf diese Art versucht, seine Mieze zu streicheln, wird keinen Erfolg haben. Passiert das einmal, ist das natürlich noch nicht das Ende der Streichelwelt. Passiert es ständig, wird sich deine Katze vielleicht schon beim Annähern zurückziehen. Besser ist es, wenn du dich auf Augenhöhe begibst und deine Mieze anschauen kannst. So weiß sie, dass du kein großer böser Feind bist. Nummer 4. Die Katze umarmen und festhalten. Ein weiterer Fauxpas, der gemeinsame Streicheleinheiten mit der Miezekatze in weite Ferne rücken lassen könnte. Gerade kleine Kinder, die es noch nicht besser wissen, heben Katzen gerne mal auf und knuddeln und drücken sie. Schließlich sind Miezen niedlich und diesen Fehler machen leider auch einige erwachsene Halter. Möchte eine Katze nicht auf den Arm genommen werden, fängt sie an, sich zu winden und zu kratzen. Zudem kann sie sich durch den falschen Griff und ihren verzweifelten Versuch, sich daraus zu lösen, wehtun. Vielleicht tust auch du ihr direkt weh, weil du aus Versehen auf den Bauch drückst oder ihre Beine zwischen deinen Armen verdrehst. Warte, bis deine Katze von alleine auf dich zukommt und gestreichelt werden will und versuche nicht, Kuscheln mit Gewalt zu erzwingen, denn so kann es von deiner Katze aufgefasst werden. Nummer 5. Du schaust nicht hin, bevor du deine Katze streichelst. Das ist ebenfalls kein gutes Rezept für eine innige Katze-Mensch-Kuschel-Beziehung. Vielleicht hat deine Katze gerade noch friedlich gedöst oder macht es sich an ihrem Lieblingsplatz bequem. Oder, fast schlimmer noch, sie frisst gerade. Alles Tätigkeiten, bei denen deine Katze ihre Ruhe haben, aber nicht gestreichelt werden möchte. Egal wie niedlich sie dabei aussieht. Streichelst du sie, wenn sie beispielsweise schläft oder frisst, kann das deine Fellnase stressen und zu Verunsicherung führen, da sie nicht weiß, ob das jedes Mal passieren wird, wenn sie einem dieser Dinge nachgeht. Bevor du deine Katze streichelst, solltest du also schauen, ob dafür gerade der richtige Zeitpunkt ist. Nummer 6. Gegen den Strich streicheln. Eine weitere Sache, die die meisten Katzen nicht leiden können. Gegen den Strich streicheln heißt nichts anderes, als dass du das Fell entgegen der Wuchsrichtung schiebst bzw. streichelst. Das ist für Katzen in der Regel unangenehm und wenn du das einmal bei dir selber probierst, wirst du feststellen, dass es je nach Heftigkeit sogar wehtun kann. Deine Katze wird dir relativ schnell kenntlich machen, dass sie diese Art des Streichelns nicht mag. Erneut angefangen beim wedelnden Schwanz und einem leisen Knurren. Achte also immer darauf, dass du und vor allem die Kinder im Haus das Fell deiner Mieze in Wuchsrichtung streicheln.
Nummer 7. Tabuzonen streicheln. Wie Menschen haben auch Katzen Körperregionen, die besser nicht angefasst werden sollten, weil sie dort beispielsweise kitzelig sind. Was uns Menschen die Seiten und die Füße sind, sind den Katzen ebenfalls die Füße und der Bauch. Das trifft zwar nicht auf alle Miezen zu und einige lieben es sogar hier gestreichelt zu werden, aber andere finden es eben nicht so lustig, da es unangenehm für sie sein kann. Der Bauch ist zudem eine sensible Stelle, da eine Mieze dort am angreifbarsten und verletzlichsten ist. Eine Katze, die ihren Menschen vertraut, hat in der Regel keine größeren Probleme damit, den Bauch zu zeigen. Eine Katze, die von Natur aus ein wenig misstrauisch ist, dagegen unter Umständen schon. Und diese mag es dann konsequenterweise auch nicht, wenn man sie am Bauch krault. Eine weitere Tabuzone ist übrigens die empfindliche Nase. Diese solltest du ebenfalls in Ruhe lassen und am besten auch nicht auf die Idee kommen, hier Küsschen zu hinterlassen. Nummer 8. Streicheln selbst dann, wenn die Katze keine Lust mehr hat. Katzen, die kuscheln wollen, kommen zu ihren Lieblingsmenschen und lassen sich so lange knuddeln, bis sie keine Lust mehr haben. In der Regel springen sie dann beispielsweise vom Sofa und legen sich auf ihren Lieblingsplatz. Kurzum bestimmt die Katze, wann das Kuscheln beginnt und auch wieder aufhört. Versuchst du dagegen, deine Katze weiter zu streicheln, weil dir gerade noch der Sinn danach steht, wird deine Mieze dir relativ schnell mitteilen, dass sie deine Meinung nicht teilt. Erneut sind die sichersten Anzeichen das Schwanzwedeln und ein leicht bedrohlich klingendes Knurren. Möchtest du die Krallen vermeiden, ist nun der Zeitpunkt, die Streicheleinheiten zu beenden. Nummer 9. Die Katze zu intensiv streicheln. Es soll ja Katzen geben, die von intensiven Streicheleinheiten, die in Richtung Massage gehen, gar nicht genug bekommen können. Genauso gibt es Katzen, die es bevorzugen, mit Samthandschuhen angefasst zu werden. Erneut gilt es hier, die Körpersprache und auch die Laute der Katze richtig zu lesen und zu deuten. Schnurrt die Katze, kannst du davon ausgehen, dass sie deine Streicheleinheiten genießt, wobei Schnurren sogar auch ein Anzeichen von Gestresstsein bedeuten kann, wenngleich wohl eher nicht während des Gestreicheltwerdens. Spätestens aber, wenn deine Katze alles tut, um sich deinen Zuwendungen zu entziehen, solltest du merken, dass ihr das Kuscheln nicht behagt. Achte also darauf, welche Art des Streichelns deine Katze mag. Nummer 10. Du streichelst sie nicht, wenn sie das möchte. Wie erwähnt, kommen kuschelwillige Katzen auf ihren Lieblingsmenschen zu. Das heißt in einigen Fällen, dass das nicht immer mit unserem Zeitplan oder auch Enthusiasmuslevel harmoniert. Dennoch solltest du dir die Zeit nehmen, deine Mieze zu streicheln, wenn sie das möchte. Denn offenbar benötigt sie deine Zuwendung und Aufmerksamkeit eben gerade jetzt. Klar kann es vorkommen, dass man wirklich keine Zeit hat und ignorierst du sie einmal, ist das natürlich nicht das Ende der Katze-Mensch-Beziehung. Wiederholt es sich allerdings, kann deine Katze den Eindruck gewinnen, dass du sie nicht lieb hast. Das wiederum führt zu Verunsicherung und Rückzug. Möchtest du jetzt noch wissen, was deine Katze tagtäglich für dich tut, ohne dass du es bemerkst? Dann klick auf das linke Bild, dahinter versteckt sich unser Video, in dem wir dir 5 dieser Dinge zeigen. Oder willst du wissen, welche 9 Fehler leider begünstigen können, dass eine Katze Krebs bekommt? Dann solltest du dir jetzt unbedingt noch unser Video rechts ansehen.